Und ein Salzkreis. Ja, könnt ihr schon rein können. Der scheint wohl hier gestiegen, Salz zu sein. Ach, meine Güte. Ja, Salz hat ja auch irgendwie Purification Power. Hm. Okay, der ja, stand da nur irgendwie und hat nichts gemacht. Ja, Salz kann auch addiktive Sachen. Zum Beispiel Zombies in den Rachen schmeißen, ja. Und dann verlieren sie ihren Schatten. Ja. Ich glaube, man konnte auch hier radioaktive Strahlung mit Salz. Was ist ein Camp? Ah, letztes Ding. Was ist das denn? Der Häuter. Skyrim? Na, damit. Haben wir nicht vorhin einen Typen namens Silas getötet? Wahrscheinlich. Ich noch mal Silas. Als in diesem Hafendorf. Ja. Schrott abgeben muss. Nee, ist doch auch Silas und der war gerade auch Silas. Ja, vermutlich. Boah, das weiß ich nicht. Hier muss man nichts ernst nehmen. Mann, der Aussicht ist schön von hier. Mir schön weit rauszoomt. Noch wie das Sightseeing. Man soll schon die Welt genießen. Klassischer Tourist. Ja, muss schon die Welt genießen, die die Entwickler gebaut haben. Nö. Eiskalt. Oh, ich glaube, da geht es noch weiter runter. Ah, das ist anscheinend. Ventreve gefunden, die ich vorher nie gesehen habe. Ist doch schön. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Der Brecher. Oh, muss ich auch erbrechen. Ich am Dienstag. Seit 6 Uhr morgens nur am Kotzen gewesen, dieses Hühnchen. Ja, das war jetzt essentiell, dass ich das erwähne. So, wo ist deine Wendeltreppe, Rappi? Hier, direkt links. Komm mal runter. Ach, schade. Ab, ihr habt mich veräppelt. Nee, ich dachte, man könnte runter. Lauf doch, du Hornochsenmädel. So, jetzt ein ganzes Lager auslöschen. Hey, ich stimme mich an Musterlager, ist dein Quest. Nur weniger Gegner. Was wollen drei Schwestern? Ja, die Gorgonenschwestern. Heroische Beute. Ja. So heroisch war es nicht, wenn da nichts drin ist. Kaputt schlagen. Alles niederreißen. Ah, das muss niedergeschlagen werden. Hm. Ah ja, das obere Steg. Weil das mein Lager so den Typen, die ich habe. Was dein Inventar voll ist. Bei mir ist auch voll. Warte, Krone. Dorthin. My inventory can't carry anymore. So, ich kann auch sammeln. Okay, wir haben eh die Aufgabe abgegeben. Das können wir gleich ohne über teleportieren. Warte mal. Ich krieg's sicher noch irgendwie. Ich wird Trappe wieder von irgendwelchen Leuten gestört. Was die meinen, sind sie noch platzen? Nee. Schrecklich. Schamanenruhm gebundener Archiv? Was soll so, das sein? Wurde kurz gestört. Nächstes Mal bringe ich eine Schrotflinte an. Schrotflinte.
tropfende Sprengstoff in die Wand. Selbstschussanlage. Wer die Tür öffnet, wird direkt kaboom gemacht. Oder Mine vor der Tür legen. So, erstmal Sachen verkaufen. Pistole mit Fizifino. Da knüppeln. Was kann der Inventarwiderstand? Chaoswiderstand, Lichtradius, Erfahrung, Zaubergeschwindigkeit. Nee. Ja, wenn du kurz verkaufst, komm ich kurz zur Toilette. Ja, ich habe von Aufnahmen vergessen, zur Toilette zu gehen. Ja. Kennt man ja schon. Aus Titan Quest. Feuervergeltung. Feuerschaden. Giftsäurewiderstand. Feuerwiderstand. Das ist doch ein schicker Helm. Flatsch. Flatsch, flatsch, flatsch. Muss ich das noch runterziehen? Meine Komponente. Muss auch runtergezogen werden. Put it to good use. So, Erfindermädel. Tinkering is my specialty. Muss Dinge für mich tun. Immer schön mit der Hand zu betreiben. Bring me back something interesting. Immer wieder schön, 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 schön. Got something you need stashed. Warte, hier kamen diese Teile hin. Ja, komm, das lege ich auch mal ab. Das Gelee. Das lege ich auch mal ab. Dynamit werden wir sicherlich noch brauchen. Schwäche. Gelee Royal Balsam. Bauplan. Hier liegt Verderbnis. Kein Bock, mir das gerade durchzulesen. Einfach nur wow schicken. Meine Nase kribbelt. So, da. Er hat's gerochen. Ja, was? Verdammt, das hab ich nicht verkauft. Das Finger? Achso, das ist Munition. Das sieht aus wie Finger. Abgeschnittene Finger. Okay. Episches Amulett, Blitzschaden, Blitzschaden. Vergeltung, Schanzchen. Schild die Panzer. Was ist das? Fuß. Ja, Schild die Panzer haben wir. Wir vor allem, du checken. Ja, checken, nicht mal auf mich mit. Reduzieren. Zeichen des Reisenden. Reisende benutzen diese Zeichen bei der Durchquerung der Wildnis, damit Mokdrogen, der Bestiengott, sie nicht irrtümlich für Jäger hielt.
plus 7 Gesundheitsregeneration pro Sekunde, plus 6% Laufgeschwindigkeit, 6% Verlangsamungswiderstand. Sehr schön. Und die Finger, die eigentlich teufelsberührte Munition ist, wurde mit einer gotteslästeren Flamme verzaubert. 3 bis 4 Feuerschaden, 5% Wahrscheinlichkeit für 30% auf alle Schadenstypen, plus 14% Feuerschaden, plus 14% Chaosschaden, plus 14% Verbrennungsschaden, 10% physischer Schaden in Feuerschaden umgewandelt. Cool. Ja. Ach, cool, ist doch Quatsch. Ah. So, Quatsch. So, ist ein Old Akovia auf dich. Wir können jetzt die Mission bei Quade abgeben. Weil wir die ganzen Schmieden zerstört. Gezeigt, Blitzmob habe ich gezeigt, die Form haben wir jetzt gezeigt. Zerschmettern. Machen wir das mal. Was ist jetzt eigentlich hier? Eisstachel. Immer vieles mal durchzeigen. Das hat noch keins. Du kommst das nur. Sonst nix. Come see what's left of my wares. Put it to good use. So, wo hockst du gerade rum, hast du gesagt? In Old Akovia. Old Akovia! Genau hier. Gut, dass die Nebenaufgabe abgeben. Wir haben ja jetzt die Schmieden zerstört. Ja. Wie geht es mit deiner Mission voran? Ich habe die Schmieden zerstört. Ich konnte den Aufruhr, den du verursacht hast, von hier aus hören. Und warum hast du dann gefragt, wie es mit meiner Mission vorangeht? Gut gemacht. Hier, wie versprochen, deine Bezahlung. Ja, wir das auch wir waren. Ja, jetzt frage ich mich, ob du noch Lust auf etwas mehr Arbeit hast. Auch noch mehr Arbeit, ganz auch. Die schieben gerade, weil wir erfolgreich sind, alles auf uns. Ja, wie in der Schule. Bei Gruppenarbeit. Immer wird alles auf Chicken geschoben. Und dann kassieren andere Leute die ganzen guten Noten und Chicken geht dann die schlechte Note. Was schwebt euch denn vor? Irgendwo in Cronleys Versteck unterhalb der Four Hills lebt ein Bastard namens Moneybags Martin. Er hat sich seinen Spitznamen durch das Ausnehmen armer Reisender wie meine alte Gruppe verdient. Vor einigen Monaten schnappte uns Martin und seine Bande auf der Straße und verlangten all unsere Wertsachen. Ich weigerte mich und dafür nahm er mir mein Auge. Alter, eine sonst eine Augenklappe. Guck ich ehrlich gesagt erst jetzt hin. Ja, sei sie froh, achte ich nicht so auf Augen anderer Leute. Sie könnten ja irgendwas. Also, es ist nur sein linkes Auge, nicht das rechte. Hatte Wotan nicht auch das linke? Nein, das rechte. Ich kann mir das nie merken, was war. Das war der Tag, an dem ich meinen Rover Älteren verließ, da ich nicht mehr bereit war, dass diese gnadenlose Welt auf unseren friedlichen Lebensstil spuckt. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern kämpfen wir gegen unseren Feind, anstatt uns zu verstecken und zu beten.
Ich kann sie aber nicht einfach verlassen, um nach Rache zu sinnen. Deshalb möchte ich, dass du der Überbringer meiner Rache bist. Finde Marty und lass seine Leiche in den Tunnel verrotten. Oder wir essen seine Leiche. Kehre dann zu mir zurück. Ich werde Moneybags Marty finden und vernichten. Ja, suchen, vernichten. Suchen und vernichten. Und draußen ist so dunkel. Ich weiß. Ist auch schon... Dunkel, halb zehn. Dunkel. Alles ist dunkel. Die dunkelste Dunkelheit. Ich muss sagen, naja, dann hast du ein schönes Detail. Das tropft einem Blut runter. Eisstachel! Schau mal auf deine Axt geschaut. Da tropft immer Blut runter. Ehrlich gesagt, habe ich da eigentlich drauf geschaut. Oh ja. Das interessanteste Teil. Ist schick. Ich mag das Blut, ich bin ein Vampir! Jetzt die Hauptmine. Kron ist versteckt. Da finden wir auch diese Money Bags. Yay! Ja. Bin hier schon mal eingestürzt. Na, ist schon mal Versteck. Mann, da ist hör auf zu jucken, das ist so schrecklich. Ah, Nessie Rift Gate. Zahlst du rum, jetzt gehörst du uns. Oh nein. Jesus muss nicht kotzen. Also war ich ja schon seit Jahrhunderten nicht mit Gott. Ja, sehr froh, das ist so schrecklich. Ich weiß, deswegen mach ich auch nicht mehr. Ah, Untote. Ich weiß nicht mal, woran das lag. Nur schlecht gegessen? Ich weiß es nicht. Okay. Weiß ich es nicht. Ich glaube, gerade sehr schlau, was Chicken getan hat. Echt? Chicken hat mir was Schlaues gemacht? Ach nee, das ist einfach nur... Okay. Das sah nur so aus, als ob... Als ob... Was? Nichts. Ich hab nur wieder Illusionen. Okay. Ich meine, was ganz schwindig von Deck auf sein. Ja, viel Lärm da unten. Sag mal leise hier unten. Echt mal, sonst schließe ich euch mein Stacheln auf. Na, jetzt kommt ein Untote. Ich nagel euch mit Eisstacheln. Oh, Mine ist ja eingestürzt. Was abgestimmt er? Ne, zerbrochener. Ach, da ist Chicken. Ah, ich musste noch eine Truhe und so. Ja, ich vergaß. Dinge mussten beschäftigt werden. Ausgangsstätte ist. Wow. Schöne solche untote Parasiten? Keine Ahnung. Ausgangsstätte. Muss man den Kammerjäger holen? Der Oceanschrein, yay. Und Urnensammlung. Geschichte Goliath. Erbeutete Rüstungsplatte und Schrott. Ja, mach mal. Ja, Spaß. Seeking the Stars. Platten Schultern des Kriegstreibers. Für das 45 Konzession, 10% gelockter Schaden, erhöht die Rüstung 3%, erhöht die Rüstungsoption 9%, 3% Durchschlagswiderstand bis 2 auf zerschmettern. Smite. Die Geschichte Akovias. Warte. Ganz ruhig. Ich muss erstmal einen Devotion-Punkt verteilen. Ja, stimmt, muss ich auch noch. Das war mehr physischer Schaden, Blutungsschaden. Die Geschichte der Akovias. Aufzeichnung der letzten Tage von König Rowan von Akovia. Ja, Auszug aus der Geschichte Akovias.
Es müssen seltsame Zeiten sein, dass ein König aus freiem Willen abdankt. Seltsamer ist jedoch der Grund, aus dem er seinen Hof aufgab. Anders kann man es nicht ausdrücken. König Rowan, der Dritte seiner Linie, ist dem Wahnsinn verfallen. Bei der Rückkehr von einem erfolgreichen Feldzug gegen die Barbarenstämme von Agaroth Peak schwärmte der König davon, dass er einen müden Reisenden traf, den er Mokdrogen nannte. In seiner Großzügigkeit bot Rowan dem alten Mann sein Pferd an. Der Mann, und an dieser Stelle ergibt die Geschichte des Königs keinen Sinn mehr. Er lehnte das Angebot ab und bot Rowan stattdessen mit leiser Stimme, die nur seine Majestät hören konnte, eine Warnung an. Der alte Mann verbreitete prophetische Lügen über die drohenden Untergang unserer großartigen Nation und den Fall des Leuchtfeuers des Westens, Arkovia. Er bat den König inständig um die Aufgabe seines Titels, seines Reichtums, seiner Identität. Auf dem Hof gab es einige, die Rowan dazu drängten, seinen Wahnsinn zu beenden. Habgierige Anführer von arkovianischen Adelshäusern, die diese Tragödie als Gelegenheit für die Machtergreifung sahen. Die Königin Arkovias strahlendes Juwel weinte vor ihrem König und flehte ihn an, seine Meinung zu ändern. Aber Rowan war entschlossen. Mit einer einzigen Verordnung erschütterte er die Königslinie und verließ seine Position als König von Arkovia. Die Nachricht vom Wahnsinn des Königs verbreitete sich schnell in der Bevölkerung. Zu meiner großen Überraschung folgte Rowan einige Untertanen und gaben ihre Lebensgrundlage auf, um ihren mutlosen Herrscher in ein Leben von Armut und Identitätsverlust zu folgen.